Heute ist Tracking-Tag. Wir sind gerade hier in Hopkins. Und hier in der Nähe ist auch eine der Top-Sehenswürdigkeiten eigentlich von Belize. Und zwar das einzige oder größte, ich weiß es gerade nicht. Das einzige Jaguar. Reservat auf der Welt. Ja, Jaguar-Reservat. Wer jetzt denkt, wir werden Jaguars, einen Jaguar sehen? Nein, ich glaube nicht, weil es heißt wohl, dass sie halt nur nachts unterwegs sind und dass sie schon seit ganz langer Zeit nicht mehr gesehen wurden, man aber nur die Spuren sehen kann. Aber das Wichtigste, die Chance besteht, einen zu sehen. Ja, ich hatte einen ganz coolen Satz gestern gelesen, von wegen, auch wenn man sie selber nicht sieht, auch wenn man sie nicht sieht, kannst du dir sicher sein, du wirst gesehen. Wow! Sie sind da. Jetzt hatten wir ja schon mal bei Insta-Stories erwähnt, dass es generell hier in Belize ein kleines Problem ist, was die Infrastruktur angeht. Heißt, nur weil da jetzt eine große Sehenswürdigkeit ist, heißt das nicht, dass da auch irgendwie Busse halten oder Möglichkeiten sind, dahin zu kommen individuell. Also entweder buchst du eine Tour für unglaublich viel Geld und die fahren dich dahin. Oder du kommst nicht hin. Also generell, Belize ist kein Problem mit Infrastruktur, wenn man von Stadt zu Stadt will. Ja, das nicht. Wenn man aber zu einer Sehenswürdigkeit, dann schon. Ja, und jetzt möchten wir ja gerne in den Dschungel rein. Und was wir jetzt machen, ist zu hitchhiken. So, und dafür gehen wir in erster Linie auf die andere Seite, damit wir auch ein Auto sehen, wenn es in unsere Richtung fährt. Bisher ist der Verkehr hier noch nicht so. Also pass auf, das sieht gerade so aus. Ah, wird schon klappen. Optimismus. Jawohl. Da hatten wir nicht mal Zeit zu filmen, wie wir den Daumen raushalten, hat schon der Erste angehalten. Ja, und dann erzählt uns der Typ noch, ja, der baut jetzt hier eine Tankstelle alleine, der hat hier seine Baupläne. Dann baut er gerade 4 Häuser nebenbei, alles alleine. Fragen wir ja, wie lange dauert denn das? Baust du das alleine? Na klar, ist doch kein Problem. Wie lange dauert denn das? Ach, Tankstelle ist das Einfachste, was du bauen kannst. Nächster Punkt von der Kreuzung, wo wir hier rausgelassen worden sind. Zum Maya Center heißt das. Das ist jetzt irgendwie 10 Kilometer in die Richtung zu kommen, weil da können wir die Tickets für den Nationalpark holen. Ja. Und von da ist dann die nächste Etappe, wieder zum Nationalpark zu kommen. Hi. Maya Center. Hitchhiken Belize läuft. Erstes Auto mitgenommen. Jetzt Tickets kaufen. Jetzt sind wir hier. Also ich wette, wir blenden eine Karte ein im Vlog, damit es ein bisschen einfacher verständlich ist. Ja. Und jetzt sind wir an diesem Punkt. Tada, und holen jetzt die Tickets. Ja. Und jetzt sind es 6 Meilen, glaube ich. Ne? Ja. 6 Meilen bis in den Nationalpark. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch jemanden finden, der uns mitnimmt. Ansonsten haben wir jetzt hier einen kleinen Spaziergang vor uns. Wir haben so ein unfassbares Glück. Ja. Das ist ein richtig langer Weg geworden. Und jetzt hat uns hier gerade hier die eine Family aus den USA aufgegriffen, hat uns noch mitgenommen. Und jetzt sind wir da. Cox Comb National Park. Visitor Center. Und sonst niemand, außer wir und die Familie. Ja. Wir waren die Ersten, die sich heute eingetragen haben, hier in die Liste. Ja. Jetzt müssen wir hier unsere Tickets vorzeigen, uns für den Trail entscheiden und dann geht's rein in den Dschungel. So, jetzt geht's rein in den Dschungel. Hier gibt's verschiedene Trails. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt gerade waren auf der Tafel. Bestimmt 10 oder so. Und wir haben uns jetzt hier für den Tiger Trail. Tiger Fern Trail entschieden. Mit kleiner Beratung hier mit einem Guide von dem Office. Die Beratung lief ungefähr so. Ja, es gibt verschiedene. Und das ist somit der schwerste. Aber ihr schafft das. Ja, ready, ne? Und wir sind jetzt schon nass geschwitzt wie sonst was. Aber wir haben Wasser dabei. Das ist gut. Ja, das wird schon reichen. So, ab in den Dschungel. Yes! Wir haben, glaube ich, noch nie so sehr geschwitzt wie gerade. Fühlt sich an, als wenn wir einmal im Wasser gesprungen wären. Echt? Ist überhaupt nicht schwer. Zwischendurch kurz hoch, geradeaus. Hier ist ein Weg, alles gut, aber hier weht auch kein Lüftchen. Ne?
aber grün. Ne, wieder? Kurz noch mal genauer zu erklären, wo wir hier überhaupt sind. Das ist das einzige Jaguar-Reservat auf der Welt. Also hatten wir ja vorhin schon gesagt, ne? Hier Jaguar und so. Und hier sind tatsächlich viele, hatten wir auch schon gesagt, ne? Haben wir alle schon gesagt. Voll gut. Aber Daniel ist sich sicher, vorhin schon Jaguar gehört zu haben. Ja, sicher bin ich mir nicht. Du hast gesagt, er hat so einen Katzenbrummen gehört irgendwo im Gebüsch. Wir erzählen später noch mal, was wir alles so eingepackt haben. Unter anderem auch eine Regenjacke. Aber da können wir schon mal sagen, guck mal. Lass die Regenjacke zu Hause, wenn es regnet. Bisschen klatschnass, aber geil. Ja, voll. Vor allem, wir sind die Einzigen hier. Hier ist einfach keine Sau. Wir waren noch die Ersten, die sich heute eingetragen haben, hier in die Liste. Haben wir auch schon gesagt, oder? Haben wir alles schon gesagt. Weiter geht's. Wenn wir solche Campgrounds wie diesen jetzt hier sehen, ärgern wir uns so, dass wir ohne Campingzeugs reisen, irgendwie ohne Zelt, ohne... Also klar, wäre jetzt irgendwie mehr zu schleppen, aber es wäre schon cool. Oder? Vor allen Dingen, wenn man sich hier vorstellt, du machst deine Zelt, ich weiß das, Zelt, den Reißverschluss auf, klappst auf und hast hier diesen Blick. Den Ausblick. Und das hier war noch nicht mal das Highlight des Tracks. Alles für uns alleine. Das ist so Hammer hier. Und jetzt guck mal, was wir für eine Aussicht hier haben, rings um uns herum. Komplett für uns alleine gehabt. Es war einfach niemand hier. Daniel zieht sich schon die Schuhe an und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück. Boah, alles voll beschlagen hier, ne? Bestes Gefühl übrigens, in die verschwitzten Socken wieder reinzugehen. Jetzt machen wir uns auf den Weg zurück. Und es geht bergauf. Ja. So, raus aus dem Regenwald, zurück auf der Straße und jetzt geht das Spielchen wieder von vorne los, ne? Hoffen, dass ein Auto kommt. Ja, jetzt ist wieder das Stück Straße, was vom Nationalpark zu der Hauptstraße führt. Und dann mal gucken, wer hier so mit dem Auto unterwegs ist. Ansonsten wird es noch ein Spaziergang für uns. Wird lang. Wir haben so ein Schweineglück heute. Gerade aus dem Dschungel raus kommt ein Auto vorbeigefahren, nimmt uns mit. Und nicht nur bis zu diesem Maya Center, wo wir die Tickets kaufen, sondern jetzt hier bis zu der Kreuzung nach Hopkins und jetzt müssen wir nur noch die eine Straße runter. Da waren wir wieder im Auto. Jetzt sind wir wieder hier mitten in Hopkins, hier vorne ist schon unser Hostel. Duschen und ich glaube, dann geht auch heute nicht mehr viel. Gleich erstmal was essen. Ja. Richtig Hunger. Outro-Teil machen wir ein bisschen ruhiger, weil hier im Hostel ist auch alles ganz ruhig. Wir reden jetzt einfach nicht, okay?
Also bisher habe ich es noch nie so ruhig in einem Hostel, ey.